Der Kampf war sehr unübersichtlich, aber ich habe es irgendwie gepackt, ne? Seerosen. Gut, okay, also müssen wir da hoch. Ich meine, da oben ist dann auch schon dieses komische Lager. Ja, es ist alles hier noch unerforscht, ne? Weil ich hier eigentlich nicht hin wollte ohne diese etwas bessere Rüstung, aber man wird ja irgendwann auch mal zu seinem Glück gezwungen, ne? So. Hier sieht es ganz schön bunt aus, aber ich kann nichts davon nehmen. Das ist schade. Gut, okay. Dann ist wohl auch manches einfach nur Deko. Oh Mann. Moment. Der Weg stimmt aber, der Weg stimmt. Nur der Zustand hier, der Zustand dieses Weges, das macht mir ein wenig Kopfzerbrechen. Eine Bank. Ja, ich setze mich erstmal vor Bank, ne? Da kann man, glaube ich, hochklettern, aber ich... Oh Mann, ich weiß nicht, da drin. Ne, Entwarnung. Entwarnung. Was ist denn da drin? Warum ist das hier so... Ah! Ach, hier hat sich's einer bequem gemacht. Schön. Schön. Detailverliebtheit von dem Piranha Bytes. Das ist schön. Das gefällt mich. Das gefällt mich very good. Und mein Satzbau ist auch toll. Uiuiui. Truhe. Das war wohl nichts. Was? Ich breche an so einer kleinen Truhe hier meinen Dietrich ab? Zu einfach. Das ist mir noch nie passiert. So, nimm das mal da raus. So, dann nehmen wir das alles mit hier. Da steht noch ein Trank. So, da geht's raus, ne? Da kreisen nur die Geier. Da unten ist gar nichts. Ja, dann müssen wir wohl da raus. Ah, okay, hier. Oh, Menno. Hier geht also der Weg weiter. Okay. Und da hätte ich auch klettern können, nehme ich mal an. Oder? Ja gut, wäre vielleicht ein bisschen warm geworden da unten und ein bisschen schwefelhaltig, aber gut. Hätte gegangen, wäre gegangen. Mein Satzbau. Leute, mein Satzbau ist in dieser Aufnahme wirklich toll. Vielleicht habe ich ein wenig Schlafmangel. So. Schlafmangel erlitten. Kleines Haltkreut. Da zischt doch schon wieder einer. Ah. Der ist nicht gefährlich, Freunde. Der ist harmlos. Nicht weglaufen. Sind das hier die Wächter des Weges? Das ist ja dann lahm, ne? Ganz schön lahm. So. Wir dürften bald da sein. Und hoffentlich auch den Teleportstein finden, ne? Da will ich jetzt mal aber ganz schwer hoffen, dass da einer hinprogrammiert wurde. Huch. Hier, guck mal, es wird hier... Zwischendurch richtig grün hier im Lavaland, ne? Aber wenn ich hier so hinlaufe, dann kommt bestimmt wieder irgendwas. Irgendwas Verrücktes passiert hier bestimmt gleich, oder? Nein? Gar nichts? Da auch nicht? Hm. Okay. Ich bin doch verwirrt. Okay. Ja, egal. Dann eben nicht, ne? Dann kommt hier eben nichts aus dem Boden geschossen und will mir ins Bein beißen. Okay, wir laufen mal weiter. Weiter. Oh, hier trennt sich der Weg. Nein, hier teilt sich der Weg. So heißt es. Ah, das geht da vorher. Und dann, okay.
glaube, wir gehen direkt, oder? Direkt. Direkt rein, deine Spelunke. Warte, hier teilt sich das ja nochmal. Okay, da geht es wahrscheinlich hier zu diesem Turm, ne? Da gehe ich dann gleich mal hin. Aha, hier ist schon mal Gefahr. Okay, ich habe schon länger nicht so einen Volltreffer gekriegt von diesen Biestern. Das war doch eher unangenehm, muss ich ja zugeben. Hm. Dafür, dass hier nichts ist, ja gut, nichts ist nicht ganz richtig. Hier waren so ein bisschen Erfahrungspunkte auf vier Beine, aber sonst ist hier nichts, ne? Nö. Schade eigentlich. Ja gut, dann laufen wir zurück und bleiben mal einfach hier auf dem Weg. Ah, da oben. Okay, da sind aber auch wieder Skekse und sowas. Dann trinke ich nochmal einen. Oder sind, ne, Steinklauen, ne? Das sind ja Steinklauen in diesem Fall. Oder sind das mittlerweile wieder Skekse? Ja. Mittlerweile sind das wieder Skekse. Okay, da drinnen ist das vor, aber anscheinend bemerkt mich da keiner, ne? Ach, da habe ich einen gesehen gerade. Aber es juckt auch keinen, ne? Wenn sich hier einer prügelt, da kommt man nicht helfen. Nee, nee. Wo gehen wir denn da hin? Ach, hier ist der Turm. Der, den ich auf der Karte sah. Versteht ihr? Der Turm. Okay, komm. Hier muss jetzt aber was drin sein. Irgendwas, was ich plündern kann. Plündern ist mein Leben. Ach nö, echt jetzt? Hier ist ja gar nichts. Hier hinten rum? Auch nicht. Ah, schade. Okay. Okay, soll wohl nicht sein. Soll wohl nicht sein. Dann gucken wir halt mal hier so. Moin. Oh, hier ist noch ein Turm. Gut, vielleicht haben wir ja hier Glück. Hallo? Gut, der Zustand ist nur so mittelgut, ne? Aber auch hier scheint die Sonne. Ach, seht ihr? Elixit, genau ein Stück Trockenfleisch und eine gute Marlboro. Oh, da geht's raus. Ne, das ist nur ein Fenster, oder was? Und hier war mal eine Burgmauer, ne? Okay, die verbarrikadieren sich da wahrscheinlich alle im Innenhof. Und hier außen ist doch eher so nichts, ne? Aha, hier geht's hoch. Oh, das hat ja bestimmt mal schön ausgesehen, als das mal alles so heile war, ne? Da laufen die Kleriker rum. Wie ein aufgescheuchtes Völkchen. Das erinnert mich ein bisschen an Gothic 1, ne? Da gab's doch diese Burgen noch. Die alte Welt. Versteht er? Oh, jetzt habe ich keinen Schaden genommen. Ich bin in dieser Aufnahme schon auch aus dieser Höhe gefallen und dann war ich aber ratzetot, ne? War richtig tot. So. Okay, ich gehe mal runter. Oh Mann, das ist echt schön hier. Gefällt mir gut. Schade, dass alles hier so ein bisschen kaputt ist, aber... Aber hat auch seinen Charme irgendwie, ne? Hm? Hier geht's rein. Ich sehe nichts. Ah. Hier geht's nicht rein, hier geht's nämlich hoch. Nein, ich bin nicht darunter. Okay. So ein Dölmer. Flieg doch hier hoch, wenn ich dir das sage. Ah, ich lade erstmal mein Jetpack auf.
Ich will hier runter. So, okay. Hier außen ist nur Klippe. Dann müsste ich nochmal hier hin. Liegt hier was rum? Liegt hier was rum? Nein? Schade. Ja, dann gucken wir mal, dass wir mal den Haupteingang betreten, ne? Okay, da sehe ich nichts. Hier sehe ich schon ein paar Akolyten rumlaufen und Legaten und... Oh ja, hier wurde öffentlich mit Eiern geworfen, ne? Auf diejenigen, die sich dann da verschuldet hatten. Oh, wird hier Lava gespeichert oder was ist das? Ach nee, die haben hier ein modernes Licht installiert in der Burg. Sag mal, kann man wohl nicht angehen. Das ganze Flair hier zerstört. Ah ja, hier ist das Lager, ne? Und hier ist auch der Teleportstein. Hier mitten in der Pfütze auch noch. Burgruine West Ignadon. Ja. Hier sieht es ein wenig so aus, als wäre hier die Technik eingekehrt. Okay, hier kann ich auch hoch. Oh, liegt da was? Da liegt was. Tatsächlich. Endlich was gefunden. Und wenn es auch nur eine Wasserflasche ist. Okay. Habt ihr einen Namen? Ihr habt keinen Namen. Ihr seid niemande. Na, hier wird wohl Kraut getrocknet. Ah, Carstens Truhe. Okay, ich darf hier überall reingucken, aber ich muss wahrscheinlich erstmal mit einem sprechen, ne? Wahrscheinlich mit Carsten, weil ich glaube, das wird der einzigste sein, der hier einen Namen trägt. Ich will mich nochmal umschauen, aber ich meine, erfahrungsgemäß gibt es hier nur einen, der irgendwie wichtig ist. Ein Dieb! Halte dich! Sag mal. Mist, ich muss laden, oder? Ich muss laden oder die töten, ne? Ach, Menno. Wo habe ich denn gespeichert? Ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich beim Teleportstein, ne? Ich lade mal. Ja, ich habe zu spät gesehen, dass da verboten steht. Da hatte ich schon geklickt. So, hier lag was rum und da lag was rum. Das holen wir uns gerade. Der ganze Rest, den wir da gerade gesehen haben, war uninteressant, ne? Genau, so. Dann sprech... Ach nee, da kann man auch noch rein. Was ist das denn? Da möchte ich ja dann doch nochmal schauen. Okay, niemande. So, was ist hier so los? Schrott, den darf ich nehmen. Danke. Okay. Dann gehe ich mal kurz rein. Abgehauen ist der Hurensohn. Was? Hör mal. Achte mal ein bisschen auf deine Sprache. Hier laufen irgendwelche ultra blau beleuchteten Dinger. Die sind mit Sicherheit sehr wichtig. Gold. Okay, zumindest konnte ich hier ein bisschen was abstauben, ne? Kann ich da oben rein? Ach, hier haben die auch schon hier so. Ein Dach gebaut, oder was ist das? Ah, guck mal, hier kann man noch ein bisschen die Burg besichtigen, wa? Wobei wir hier gleich im ersten Raum erstmal nichts finden, außer ein bisschen Schrott. Und ein bisschen Tasche. Und ein Hammer natürlich. Ein Hammer muss nicht fehlen. Ach, eine Truhe, habe ich übersehen. Okay, dann nehme ich das mal zurück. Wir haben hier doch was gefunden.
So. Vielleicht sogar noch hier oben, wa? Wenn's jetzt mal richtig gut läuft hier bei uns. Jawohl, noch ein Trank. Die werden uns bald fehlen, ne? Dann müssen wir uns mal ein bisschen mehr ausstatten bald. Und wenn wir nichts finden, dann bedeutet das, dass wir uns welche kaufen müssen. Das wäre natürlich ein bisschen ungut. Aber naja, was soll's. Okay, hier lagert überall irgendwas rum. Offensichtlich haben die hier schon alles eingenommen. Ist das Munition? Jawohl. Und die darf ich auch nehmen. So, was ist hier drin? Jetzt wird gespeichert, da kriege ich immer ein bisschen Angst. Zu einfach. Was grunzt denn da so? Oder was ist das da? Ach so. Da sind Leute drinne. Da geht's nochmal runter. Aha. Hier ist also der Guru, den ich, darf ich das nehmen? Ja. Darf ich alles nehmen? Nur draußen werde ich geschlagen, wenn ich da was nehme. Okay. Die haben mich ja hier schon, die haben sich ja hier schon breit gemacht, ne? Und die haben so schon wieder was eingebaut. Was soll das denn sein? Sieht aus wie ein Fahrstuhl. Drücken. Ja, da kann man runterfahren, okay. Da will ich noch nicht runterfahren. Also ich spreche erstmal mit ihm. Ah, der neue Bote. Leg deine Korrespondenz einfach da hinten ab. Ich werfe nachher einen Blick drauf. Einen Moment. Wo ist dein Meldeabzeichen? Und warum reist du inkognito? Ich bin kein Bote. Nicht? Dann hat man wohl noch immer keinen Ersatz gefunden. Wenn wir unsere Reihen nicht schneller auffüllen, gewinnen wir diesen verdammten Krieg nie. Aber ich verstoße gerade gegen das Protokoll. Wir haben uns noch nicht einander vorgestellt. Ich bin Dirk, befehlshabender Legat des Außenpostens. Und mit wem habe ich die Ehre? Dirk. Ein in Ungnade gefallener Alp. Tut mir leid, wenn ich nicht lache, aber dein Humor gefällt mir nicht. Die Alps haben etliche Kleriker in Konverter gepfercht und bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Also, pass das nächste Mal auf, wenn dir nach Scherzen zumute ist. Naja, es war kein Scherz. Hast du Arbeit für mich? Es gibt eine Aufgabe, aber die werde ich dir nicht übertragen. Verschlusssachen sind schließlich vertraulich zu behandeln. Wie ist die Lage? Von mir wirst du nur das hören, was ich den Rekruten auch erzähle. Die Lage ist nach wie vor das Ergebnis unserer Bemühungen. Und darum denke ich, dass wir alle noch weitaus mehr tun müssen. Und wenn das nicht reicht? Es muss und es wird reichen. Selbst aus einer Niederlage kann man Kraft schöpfen, denn aus Fehlern lernt es sich am besten. Und das soll auch alles sein, was ich dir für heute beibringe. Och, danke. Als ob ich das wissen wollte. Wegen der vertraulichen Aufgabe. Was muss ich tun, damit du sie mir überträgst? Ich weiß deinen Eifer zu schätzen, aber mir sind die Hände gebunden. Ohne dass ich mir sicher sein kann, dass du vertrauenswürdig bist, wird daraus nichts. Dann lass mich dein Vertrauen verdienen. Bevor wir uns weiter im Kreis drehen, mache ich dir einen Vorschlag. Lass mir ein Pfand von Wert da und du hast den Job. Solltest du alles zu meiner Zufriedenheit erfüllt haben, bekommst du ihn selbstverständlich wieder. Was? 500? Das ist viel. Mach ich aber. Hier ist dein Pfand. Jetzt erklär mir die Einzelheiten. Das ist ein stattlicher Batzen, den du in meine Hände legst. Damit hast du mich überzeugt.
Also aufgemerkt. Hier. Achte auf diesen Umschlag wie auf deinen Augapfel. Von ihm hängt unser Leben ab. Er darf nicht verloren gehen. Bring ihn zum Suggestor Balder im Hort. Er ist derjenige, der jedwede Korrespondenz vorher einsehen muss, bevor sie weitergereicht wird. Okay, das schaffe ich. Ich habe den Auftrag, mich hier umzusehen. Und der Befehl dazu? Wurde von Dietrich unterzeichnet. Dietrich, für den sind wir nur Inventar. Aber gut, machen wir es nicht kompliziert. Sieh dich nur um. Mein Truhencode lautet 4979.